Deine wieder. Geben die Käfer auch neu? Ah ja, geben auch nochmal Keime. Da kann ich die restlichen Käfer ja auch noch holen, oder? Oder sind die jetzt weg? Nee. Ah, Kamera! Ach, der geht immer dahin, wo ich mit dem Controller hinzeige. Na komm. Hole dir. Oh, dann haben wir da noch eins. Was ist hier oben? Oh, ein Fünfer. Habe ich noch 5 Stück dabei? Ja. Ich meine nämlich 5 Stück brauche ich dann zum Tragen, ne? Ja. Wunderbar. Wenn da nur 20 draufsteht, gehe ich davon aus, dass ich 20 Stück jetzt sammeln muss, damit ich den Karton kaputt kriege. Also mit der Kamera und der Steuerung muss ich mich echt noch anfreunden. Jetzt habe ich 16. Da kommen noch mal 10, da habe ich schon viel zu viele. Steuerkreuz macht im Moment noch gar nichts. Nein! So, wie viel habe ich? 21 gerade mal. Ah, das sind alle, die hier auf dem Feld sind. Kommt mit. Ja, schön. Was ist das? Hoppala. Ja, so wollte ich es eigentlich machen. Komm her. Woop. Und irgendwas gefunden. Sieht nach irgendwelchen Daten aus. Mal sehen, ob das Co-Pad was damit anfangen kann. Okay. Pikminologie. Pikmin entstehen in der Zwiebel und verbringen dort die Nacht. Es hat geklappt. Anscheinend werden diese Wesen Pikmin genannt. Ich würde sagen, es ist eher unwahrscheinlich, dass diese Daten vom Kapitän stammen. Am besten speichere ich sie mal unter Forschungsdaten auf meinem Co-Pad. Was hat dauert hier so noch? Pling. Aber von wem stammen die Daten? Es gibt auf diesem Planeten etwa... Gibt es auf dem Planeten etwa intelligentes Leben? Wo muss ich denn jetzt noch hin? Ach ja, ich muss ja noch die Drake einsammeln. Mit den Blumen können sie nichts anfangen. Und schon wieder in eine Höhle. Kann ich denn hiermit irgendwas machen? Wie riesig, aber wohl nicht genießbar. Guck ich mal, was sie damit anstellen. Nehmen die einfach nur auseinander. Bringt mir das was? Keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht. Oder vielleicht jetzt noch nicht. Was ist das für ein Bauwerk? Anzeichen einer Kultur. Ihr dürft helfen. Ja.
Komm. Alle wieder mitkommen. Ja. Okay, so sieht das jetzt aus, wenn ich auf dem Tab, auf dem Controller die Map upscrolle. Ah, wo sind wir? Da ist die Drake. Wie komme ich jetzt wieder? Ah, einfach an dem Stick. Da ist sie. Drake-cha. Oh nein, außer mir ist niemand hier. Das Co-Pad empfängt keine Lebenszeichen. Oder doch? Ich bin's, Alf. Brittany. Bin ich vielleicht froh, dich zu sehen. Weißt du, wo die Drake gelandet ist? Ja. Ich für meinen Teil bin soweit in Ordnung, aber ich sitze hier fest. Und ich habe Hunger. Das Signal ist weg. In einem anderen Gebiet. Okay. Jetzt werden wir gleich gejagt, oder wie? Ach, hier funktioniert das Schiff noch ohne Probleme. Muss ich gar nicht reparieren. Bin ich jetzt fest von ausgegangen. Bei dem ersten Teil musste man sich die Teile wieder zusammensammeln. Und dann das Schiff wieder flott machen. Mal gespannt, ob das jetzt nur darum geht, die Leute wieder zu finden oder ob da noch ein größeres Ziel dahinter steht. Wer weiß, wer weiß. Die Wucht des Aufpralls bei unserem Absturz hat fast all unsere Vorräte zerstört. Der Proviant, den wir von Kopai mitgebracht haben, reicht nur noch für 3 Tage. Ah, okay. Also müssen wir noch Vorräte sammeln, damit wir länger überleben. Tag 1. Bing. 21 rote Pikmin. Und keins gestorben. Wunderbar. Unsere Mission, die Suche nach Nahrung, begann mit einem Absturz und wir wurden getrennt. Dank einheimischer Kreaturen namens Pikmin fand ich zwar zu Drake zurück, doch der Überlichtschlüssel ist weg. Ich konnte allerdings Kontakt mit Brittany aufnehmen und hoffe, sie morgen zu finden. Beim Start der Drake folgte die Pikmin-Zwiebel mir in die Umlaufbahn. Ja, ist doch schon mal super. Was für ein Schlüssel? Ja, klar, speichern. Was ist denn jetzt hier 5- und 10-fach auf dem Controller? Tag 2. Signalsuche. Garten der Begegnung. Brittany's Signal kommt aus diesem Gebiet dort. Aber ich mache mir große Sorgen, weil der Überlichtschlüssel verschwunden ist. Okay, wir brauchen den Überlichtschlüssel, um nach Hause zu kommen. Was kann ich denn jetzt hier machen? Was ist, wenn ich hier drauf drücke? Wald des Anfangs.
Garten der Begegnung. Ja, was ist denn das jetzt? Ist das hier jetzt fertig oder? Das kapiere ich noch nicht ganz. Noch zwei Vorräte. Wow. Es gibt viel zu sammeln. Ja, dann suchen wir noch Vorräte. Die Zwiebel ist mir gefolgt, aber wo sind die Pikmin? Rufen. Ah. Ja, hole ich natürlich alle. Muss sein. Yeah. Okay. Pikminologie 2. Stelle dich unter die unter eine Zwiebel und drücke A, um Pikmin zu rufen oder zur Zwiebel zurückzuschicken. Gut. Es sollte möglich sein, die Pikmin über das Co-Pad im Auge zu behalten. Jetzt kriege ich einen dritten Menüpunkt. Bing. Pikmin-Status. Wenn ich jetzt ganz doof, kann ich da drauf drücken. Ah, jetzt kriege ich gerade eine Übersicht. Wie viele beschäftigt, wie viele Faulenzen sind, wie viele überhaupt im Feld sind und sowas. Sieht man jetzt leider auf dem großen Bildschirm nicht. Ja, die Karte. Und was ist das? Ach, ist ja niedlich. Als Kamera. Mit der ich jetzt virtuell im Raum rumschwenken kann. Und Fotos schießen kann. Ja, dadurch, dass ich offline bin, kann ich nicht socialen. Ganz schlimm. Gebietsbildschirm angezeigt. Ja, ja, macht halt. Okay. Abbrechen. Dann geht's jetzt auch weiter. Schön. Ach, das ist nur eine einzelne. Ich hatte jetzt eine 7 gelesen. Wäre zu schön gewesen. Eine kleine 7er. So, was haben wir hier? Da ist irgendwie Glas oder sonst was. Hä? Irgendein schwimmendes Vieh? Okay. Den Käfer brauche ich. Noch zwei weitere. Gucken wir mal, die Viecher holen noch was mit. 4, 5. Damit sollte alles weg sein. Ah, hier ist auch noch eine Brücke aus der anderen Richtung. Könnt direkt hier bleiben. Holen uns die anderen noch dazu. Jetzt haben wir schon 28, aber die Brücke ist noch nicht fertig. Also werde ich mal behaupten, dass hier hinter noch mehr. Ah, da hinten sind schon Teile. Na komm, ihr helft ja wohl. Platz ist für alle da. So, hier haben wir noch eine einzelne Blume. Komm. Hier ist nur Stein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und noch irgendein Datenlog. Pikminologie 14. Pikmin holen Scherben, bis alle verbaut sind. Danach warten sie dort, wo die Scherben waren. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt.